Es ist schon alles ein bisschen verrückt. Wir haben einerseits eine sehr schwache Wirtschaft, eine sehr stark steigende Arbeitslosigkeit und andererseits haben wir einen Aktienmarkt, der schon wieder erheblich gestiegen ist. Vor allem die Tech-Werte kratzen vereinzelt an neuen Rekorden. Und damit schalte ich zu Florian Bonnet, Leiter Research bei DJE Capital. Flo, wir haben vor einem Monat das letzte Mal gesprochen. Ihr wart schon vor einem Monat optimistisch gestimmt, habt diese Rallye an den Aktienmärkten auch mitgenommen. Aber wenn man sich das als normaler Mensch, der jetzt nicht im Börsen Thema drinsteckt. Wenn man sich das anschaut und sieht, naja, Wirtschaft schwach, Arbeitslosigkeit boomt, wie kann es sein, dass der Aktienmarkt sich so schnell schon wieder von den Tiefständen erholt hat? Markus, wir hatten es damals schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Treiber für die Börse. Es gibt fundamentale Faktoren, wie du gerade angesprochen hast, Wirtschaftsaktivität, Arbeitslosigkeit und so. Dann hast du aber auch was ganz Dominantes im Moment, ist der monetäre Faktor, also die Geldversorgung. Und kurzfristig wirkt immer auch die Markttechnik. Die war im letzten Monat extrem gut, weil sie extrem negativ war. Niemand wollte Aktien haben. Aber kann die Noten, ich meine, die Notenbank druckt ja mehr Geld, als Nachbars Lumpi überhaupt tragen kann. Also es wird Geld gepumpt ohne Ende, Liquidität geht durch die Decke. Und wir alle wissen, auch ich an der Wall Street, wenn eins die Märkte treibt, dann ist es Liquidität. Viel Geld ist da. Aber die Notenbanken können alles drucken. Nur eben keine Nachfrage. Jetzt haben wir also eine schwache Wirtschaft. Wir sehen eine Teillockerung der Corona-Maßnahmen. Auch deshalb steigen die Aktienmärkte an. Aber bedeutet eine Lockerung der Maßnahme automatisch auch eine Normalisierung der Wirtschaft? Nicht unmittelbar. Also die Lockerung heißt ja erstmal nur, dass man wieder anfängt, überhaupt zu produzieren und dass die Wirtschaft überhaupt in Gang kommt. Das Niveau ist natürlich ein ganz anderes. Also wir starten jetzt natürlich auf einem Niveau, was extrem eingeschränkt ist. Aber da muss man auch verstehen, die Börse interessiert im Grunde meistens nie das Niveau. Es ist immer nur die Veränderungsrate und im Zweifel dann die Veränderungsrate von der Veränderungsrate, worauf die Marktteilnehmer schauen. Und du kennst es ja von Quartalszahlen, wenn die schlecht kommen. Heute kamen schlechte Quartalszahlen und Gewinnwarnungen von einigen unserer Unternehmen. Und es ist dann aber inzwischen schon wieder gut, weil die Erwartungen einfach noch schlechter waren. Dann ist es okay. Daran merkt man, ich meine, jemand, der mit Börse nichts zu tun hat, sitzt spätestens jetzt da und sagt, mein Gott, die Börsianer sind alle vollends durchgedreht. Ja. Aber es ist in der Tat so, dass wenn die Erwartungshaltung so negativ ist, dass selbst halb negativ eigentlich schon wieder positiv gefeiert wird. Und ich setze jetzt nochmal eins drauf auf dein Argument. Wir sehen, und das füttert so ein bisschen in das rein, was du sagst. Wir haben ja zahlreiche Unternehmen, zum Beispiel die Hotelbetreiber, die sagen, naja, also eine katastrophale Zahl. Aber wir sehen jetzt in den letzten zwei Aprilwochen schon wieder eine Besserung. Es ist nur noch, ja, es ist immer noch katastrophal, aber nicht mehr ganz so katastrophal wie Anfang und Mitte April. Und das reicht schon aus, um die Boote anzuheben. Aber jetzt drehe ich mal den Spieß rum oder erstmal eine Frage vorab. Rechnet ihr mit einer sehr raschen Erholung der Wirtschaft oder rechnet ihr eher mit einer langsamen und graduellen Erholung? Also diese klassische Debatte V-Erholung oder eine U-Erholung? Ja, ganz klar Zweiteres. Also wir sehen nicht, dass wir eine schnelle Erholung kriegen, weil die Lockerungsmaßnahmen und die das führt nicht unmittelbar dazu, dass alles wieder genauso in Gang kommt wie vorher. Du hast überall, ich glaube, darüber hatten wir beim letzten Mal auch schon gesprochen, Einsparungen, Kürzungen, die Leute werden vorsichtiger sein, die Unternehmen werden Vorsichtskasse halten, die Privaten. Das Verhalten wird sich ändern und dadurch glauben wir, du hast allerdings auch Technologiesprünge jetzt, die das Ganze ein bisschen beflügeln und das Trendwachstum anheben, aber unterm Strich glauben wir, dass es sich sukzessive erholt und das wird dann im nächsten Jahr und übernächsten Jahr aber noch nicht das Niveau erreichen wie vor der Corona-Krise. Also das dauert. Aber das Entscheidende aus deiner Sicht ist, dass im Prinzip die Erwartungshaltung A niedrig ist. Die Erwartungen dürften eher übertroffen werden oder eingehalten werden und wir sehen eine graduelle Erholung. Wenn ich jetzt den Spieß mal umdrehe und die Börse besteht ja immer auch aus der Frage der Bewertung. Wenn wir uns heute mal die Bewertung des Aktienmarktes anschauen, die Gewinne werden in den nächsten 12 Monaten immer noch relativ schwach ausfallen und der Aktienmarkt ist deutlich zurückgelaufen. Das heißt, die Bewertung des Aktienmarktes ist auch ziemlich stark gestiegen. Ist das problematisch?
Naja, also du hast ja verschiedene Bereiche im Aktienmarkt. Also einmal hast du die Technologieaktien, wie die Fangaktien, bei denen ist gewinnmäßig jetzt nicht so viel passiert. Dann hast du die Zykliker, bei denen ist natürlich zum Teil Armageddon-Szenario, die haben gar keine Gewinne oder massiv eingebrochene. Und die sind natürlich immer besonders tief, wenn die Krise besonders schlimm ist. Also da, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, da ist der Nenner einfach extrem klein und dann sieht das PI immer hoch aus. Aber du hast recht, die Bewertung ist nicht niedrig. Allerdings hast du nochmal ganz viel Liquidität im Markt. Die Leute müssen irgendwas mit dem Geld machen. Und bei den Aktien, die gerade besonders stark steigen, die Fangaktien und Technologieaktien, da ist halt auch noch Wachstum da. Und deswegen ist die Bewertung dort gar nicht so hoch, aus unserer Sicht. Das, was wir aktuell erlebt haben an der Börse, die letzten Monate, ne, mal abgesehen davon, dass natürlich schon allein Covid-19 sehr ungewöhnlich ist, aber fokussieren wir uns auf den Aktienmarkt. Wir haben einen ungewöhnlich rasanten Einbruch gehabt. Wir haben aber auch einen ungewöhnlich rasanten, wir hatten auch ein ungewöhnlich rasantes Comeback. Und vor allem, wenn man sich Bärenmärkte mal historisch anschaut, folgt eigentlich nach einer rasanten Comeback immer noch mal ein Abverkauf. So ein Bärenmarkt endet nicht einfach so und alles ist wieder normal. Welche Rolle spielt denn die Zentralbankpolitik? Welche Rolle spielen die Maßnahmen der Fiskalpolitik in dieser sehr rasanten Erholung? Im Grunde die entscheidende Rolle. Also wenn das nicht wäre, wenn du die Unterstützung fiskalisch und vor allen Dingen monetär nicht hättest, dann wären wir wahrscheinlich in einem Weltuntergangsszenario. Und allein die Größenordnung zeigt ja, dass die FED-Bilanzsumme inzwischen, sie wurde ja normalisiert bis kurz vor Covid-19 und war dann irgendwo knapp über 3 Billionen, ist jetzt gestiegen auf über 6 Billionen und wird bis zum nächsten Jahr auf 12 Billionen steigen. Das sind einfach Größenordnungen, das ist ungefähr 50% vom Bruttoinlandsprodukt der USA und das innerhalb so kurzer Zeit und das hat natürlich Effekte. Also zu deiner Frage, die monetären Maßnahmen sind der entscheidende Treiber. Also und da muss man also sagen, dass in der Tat bei einer so starken Ausweitung der Liquidität und der Notenbankbilanzen natürlich die Aktienmärkte profitieren. Über die langfristigen Folgen, das ist schon wieder eigentlich eine Talkrunde für sich. Das wird die nächste Welle sein, auf die man sich mal konzentrieren sollte. Ne? Bedeutet das Inflation? Jetzt haben wir erstmal einen Deflationsschock. Was sind die Folgen? In den USA hört man schon, dass möglicherweise die Steuern für Unternehmen wieder angehoben werden müssen, um die Defizite zu finanzieren. Aber das ist eine Story, die mittel- und langfristig gesehen die Aktienmärkte trifft und nicht jetzt unmittelbar im aktuellen Umfeld. Lass mich das Thema Corona noch mal kurz ansprechen. Man merkt es auch in Gesprächen, auch bei mir in der Community, viele sagen, naja, jetzt lass die Börse mal erholen, aber wenn die zweite Welle von Corona kommt, dann sieht das alles ganz böse aus. Es ist natürlich immer schwer einzuschätzen, was genau passieren wird. Welche Meinung habt ihr dazu? Ja, eigentlich eine relativ klare Meinung. Also wir glauben, dass Corona jetzt abgehakt ist, zumindest für die Börse. Da kann durchaus Ansätze von zweiten Wellen können da durchaus kommen. Aber man hat jetzt natürlich Erfahrungen gesammelt, diese ganzen Diskussionen der ersten Monate. Da war ja viel Unsicherheit dabei, man wusste nicht, wie man reagieren soll. Man hat jetzt gesehen, dass die Maßnahmen was bringen. Social Distancing ist eine sinnvolle Maßnahme, Mundschutz ist eine Maßnahme und es bringt was. Und über den Sommer hast du eine bessere Chance, dass die ganzen Sachen zurückgehen. Bis zum Herbst werden wir noch weiter sein in der Impfstoffentwicklung. Da sieht man dann vielleicht schon potenzielle Möglichkeiten, wann sowas kommen könnte. Beziehungsweise Man merkt es in deiner Argumentation ein bisschen. Es ist natürlich viel Spekulation. Wann ist jetzt ein Impfstoff da? Wann haben wir Erfolg? Das dauert. Wir haben Pharmakonzerne, die sagen, naja, das dauert mindestens noch ein Jahr. Jetzt sehen wir aber, dass in den USA die Gesundheitsbehörde schon einige Medikamente im Eilverfahren zugelassen hat. Das ist ein fließender Prozess. Aber dein Fazit ist erstmal zu sagen, okay, also die erste Welle hatten wir. Wir sehen in vielen Bereichen eine deutliche Erholung, einen deutlichen Rückgang vom Zenit. Das ist positiv, das zeigen die Aktienmärkte. Wir haben die Lockerung der Wirtschaft und eine zweite Welle, wenn sie denn kommen sollte, sollte flacher ausfallen als die erste Welle und wenn, dann wahrscheinlich nicht über die Sommermonate. Wir machen unseren Beitrag ja nun auf Monatsbasis, deshalb möchte ich aktuell jetzt auch auf Monatsbasis mal argumentieren. Ziehen wir mal ein Fazit unseres Gesprächs heute. Die Aktienmärkte sind stark zurückgelaufen, ihr wart sehr konstruktiv, ihr wart bei diesem Rücklauf mit dabei, auch als Fondsmanager. Welche Haltung nehmt ihr jetzt ein auf Sicht der nächsten, auf
kurzfristige Sicht? Verändert ihr eure Investmentquoten? Wie positioniert ihr euch? Ja, also wir sind nicht voll investiert. Wir sind aber für die Verhältnisse oder für die Rahmenbedingungen jetzt sehr ordentlich investiert. Das heißt, wenn es zurückgeht, dann können wir auch nochmal was kaufen. Wir gehen nicht von einem starken Rückgang aus, aber du kannst natürlich ganz kleine oder normale Korrekturen nicht ausschließen. Das wäre auch durchaus gesund. Wobei die Sentiments auch immer noch Rückenwind geben. Und das heißt, wenn es ein bisschen zurückkommt, kaufen wir nach. Wenn es hochgeht, sind wir gut dabei. Wichtig für uns und für unsere Kunden ist immer, dass wenn es nach unten geht, dass wir da nicht so stark dabei sind. Und das haben wir jetzt bisher geschafft. Und wenn es wieder erwarten, der Markt ist immer der beste Indikator im Grunde. Wenn die Richtung dreht, dann sind wir auch vorsichtiger und versuchen, das Geld zu bewahren. Also nach oben sind wir dabei. Also Flexibilität ist das A und O. Ihr habt das sehr gut abgepasst in den letzten Monaten. Gratulation dazu, Flo. Und ich sage an der Stelle mal vielen Dank. Ja. Und der eine oder andere wird merken, dass zwischen Flos Bild und Stimme immer ein bisschen Verzögerung ist. Das ist den sehr, zurzeit sehr langsamen Leitungen zu verdanken. Ich bin ab Mitte Mai dann auch wieder im Studio in New York. Heureka, endlich geht's da weiter. Und dann wird auch die Leitungsqualität wieder deutlich besser werden. Flo, ich wünsche dir einen wunderbaren Monat. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Mach's gut, mein Lieber.